Kann mal jemand den Müll hier... Warte mal. Dennis, komm mal mit. Ah, Moment, warte, ich muss mich schnell aufräumen. Ich hier aufräumen. Du zerhackst gerade einen Menschen und nennst es aufräumen. Der Hackfleisch hasst der Zerhacker. So, was mache ich jetzt? Ich bringe hier noch deine LA, Tom. Ich glaube, ich gehe jetzt mal Richtung Autobau, aber dafür brauchen wir ziemlich krassen Stuff. Was soll ich jetzt so umklippen? Deine Finger am Boden gewesen. Pass auf, wir machen jetzt. Guck mal hier in die obere linke Kiste. Ups. Warte mal, wir brauchen. Ah, okay. Ja, dann. Warum kann ich den Schädel nicht werfen? Dann bin ich doof. Jetzt Wolltest du demonstrativ meinen Schädel auf mich selbst werfen? Nein, ich wollte ihn vom Dach werfen und sagen, nee, das doch. Ist das, was ich mit Peasy machen werde. ich bräuchte ein bisschen Fuel von euch. Wir haben nicht so viel, aber ich kann dir 9 geben. Okay. Danke. Kann ich das einfach mal so filtern? Weißt du, wo wir das alles haben liegen lassen? Alles. Metal Fragments. Dennis, warte. Hier. Du wirst sie wahrscheinlich kann nicht haben, aber egal. Wann kriegen wir Kürbisse? Kann ich machen, bald. Hier, warte. Bleib stehen. Hier. Ich bin nicht so verwirrt. Oh, merci. Ah, nee, so viel brauche ich nicht. Hier, danke. Aber merci. Traps auch nicht. Electrical ist es hier. Oh, warte, ich muss dich noch verabschieden. Fun ist es auch nicht. Hey, nein, da ist das Zeug. Das ist nicht meine Waffe. Das ist nicht meine Waffe. Du Lümmel, das ist nicht meine Waffe. Ich hatte da Holosight drauf. Ja, natürlich, die Holosights habe ich doch abgezogen. Warte, glaubst du denn? Ach so! Aber jetzt kann ich. Ja, was glaubst du, wer die jetzt gerade wieder wegnimmt? Naja, dann ist ja gut, danke. Aber deine Waffe kriegst du natürlich wieder, die will ich gar nicht behalten. Muss ich das hier lernen? Oder was? Aber du darfst mir das Zeug auch jetzt gerne an. Ich dachte, das Zeug was? Du darfst mir das Zeug auch gerne an Bandetown ranbringen. 125, 150, ich habe leider volles Inventar, sorry. 165, na, okay. Dann halt 205, 225. Wir sind jetzt übrigens quitt. 350. F3, 9, 12, 7, 8, 4, 5, 3. Warte, ich bring dir das Zeug. Was bringst du mir? Nicht dir. Okay, sorry. Sorry. 25. Okay, hättest mich fast dran gehabt, Dennis. Aber ich bin mir schon wieder unsicher. Was soll man da dran machen? High Quality, ein Silencer und? Silencer und ein großes Visier. Und ich glaube, das Ding hat sogar mehrere Slot-Mods, dass du sogar auch noch einen Laser dran machen kannst. 3 Slots hat das, aber ich habe da ein Flashlight jetzt dran. User? Ja, so. Unlock? Heißt ein großes 8-fach Visier oder was? 16 wäre besser. Ich kann nur 8-fach bauen. Das ist gerade eine Katze? Ja. Ja, das ist Rambo. Ey, nein, es gibt jetzt noch kein Essen. Ruhe. Wenn Katze will, dass es Essen gibt, gibt es Essen. Ja. Übersetzt in. Ich hab dein Zeug dabei. In Outlast-Manier. Feed me! Feed me! Gruseligste Stelle im Spiel, ey. Holy moly. So, jetzt kann ich den ganzen krassen Scheiß machen, Leute. Jetzt brauche ich Metal Fragments. Ohne Ende. Dann musst du farmen gehen und wir brauchen einen zweiten Ofen. Ja, wieso farmen gehen? Ich meine, wir haben ja hier draußen schon. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alle Metal Fragments hergenommen. Das sind nicht mal 1000. Ja, reicht ja auch erstmal. Vielen Dank. Das sind schon 1000. Ja, aber das ist doch nix. Ja, wie viel brauche ich? Warte mal. Ich brauche. Wollen wir da 2 machen? Ja, ich brauche ein bisschen mehr. Holz brauche ich noch für. Ne, warte mal, das aber. Metal Fragments. Dann brauchen wir. Übrigens, Dom, ich hoffe, du hast meine LA aufgehoben. Ne, ich habe die wieder in deine Leiche reingepackt. Aber dann hat Selina die wahrscheinlich mitgenommen. Ist die andere Level 3? Ah, da. Was? Nein. Okay, passt. Dann gehe ich mal kurz farmen. Sachen, die du in der Hand hast, die fallen dann auf den Boden. Also vielleicht hast du. Ja, aber ich hab dir die wieder in deinen Rucksack getan, deinen Leichenrucksack. Also wir brauchen nochmal so einen krassen Ofen, oder was?
Deinen ja, leichten Rucksack. Wie? Ich würde davon mindestens 2 bauen. Machst noch. Du oder soll ich? Ja, kann ich wohl. Nee, das war die Frage. Ich kann das schon machen, aber ich muss erstmal finden, wo der Ding ist. Oder muss man das jetzt lernen? Ja. Das muss man lernen. Ja, dann musstest du machen. Dann gehe ich dabei Erz sammeln. Davon so 3 Stück, da sehe ich uns. Ja, insgesamt 3 Stück halt. Oder noch mehr. Selina, hast du das gesehen, was bei Steffen Chat steht? Ja, ja. Dass er sich bedankt hat dafür, dass du ihm die Waffe gegeben hast. Golem Gamer, Grüße, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ich brauch. Du kannst auf dem Dach landen, Mann. Nein, das behalte ich mal. Ich brauche. Oh Gott. Was ist denn das? Gut, dass das hier so realistisch ist. Ja. Und ich gehe jetzt mit möglichst wenig Inventar hier raus. Das ist, glaube ich, besser so. Dann kann ich ja. So. Oh, das ist auch echt schön einfach, wenn ihr dann lauter Windmühlen hier oben habt. Hä, 3 Stück? So. Gehen wir jetzt farmen, Kinders. Wir brauchen Erz. Wo kann man hier am besten Erz sammeln? In der Mine, die um die Ecke ist. Oh shit, ich hab dein Gewehr noch im Inventar. Warte. Schneebium. Kannst du doch einfach behalten, die wurde auch einfach gezogen. So fair. Alles, danke. Oh, Metal Ore, schon mal so gefunden. Gib mir mal deine Brust. Da ist die Mine, Freunde. Soll jetzt bloß nicht reinfallen. Das bin ich richtig sad. Ja gut, und bei dir? Bei mir ist auch alles tutti. Danke der Nachfrage, Golem. Das ist, war jetzt gerade übrigens eine weirde Anfrage an Selina, also. I don't know. Kannst du mir nochmal so einen hübschen Kopf machen? Bitte? So. Schauen wir mal, was in der Mine ist. Irgendwas Cooles? Nice, Metal Ore. Geil, Lina. Schüttein. Duster. Das nochmal. Oh, awesome. Hast du die passende Brust dazu? Das fragt mir doch eine Lady. Was hast du? Gib mir mal beides. Hier. Die Maske ist ziemlich nice. Was noch? Maskott. Okay, aber ich finde die cool. Grade. Alter, das ist insane. Jetzt nicht runterfallen! Oh. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, es war nicht knapp. Oh, das ist auch. Oh, das ist cool. Oh, Baby. Hast du was für Pullis? Damit der schwarz wird oder so? Und Hosen? So, was ist ja, mittlerweile habe ich mir ein ganz schwarzes Set zugelegt. Dennis, cool. Der Modeschöpfer. Ja, man kriegt voll viel, indem man einfach nur Twitch-Drops kriegt, finde ich. Ich bin sehr stolz, jetzt eine Glory-Hole-Tür zu besitzen. Kann man auch stolz die drauf ist sein, super, bin ich ehrlich. Oder? Total, oder? Ja. Ich finde die mega super. Why? Aber, ja. Kannst du auch noch schwarze Lederschuhe? Ja. Problem ist, wir haben keine Lederschuhe. Ich brauche nur Leder dafür, dann kann ich sie hier machen. Haben wir irgendwo. So. Ja, und Zoom, glaube ich, war das noch. Haben wir auch irgendwo. Das Ding ist so Gold wert, ey. Kann man auch Handschuhe bomben? Ja. Hast ich habe nämlich noch das hier und das ja. Hier. Ich muss mich auch irgendwann mal um meine Ausrüstung kümmern. Weiß-schwarz oder goldrot? Ah ne, warte, du hast schwarzes Zeug an, dann machen wir das. Und ist so. Das andere ist in der Bank. So, warte. Gibst du uns den Rest dann wieder? Ich glaube, ich kann Skin für die EMG haben. Nein, das werden wir den Start. Ich hab auch welche in Tasche, ne?
Give me everything. Yeah. Workbench Level 2, ja, Moment. Da gehe ich weiter. Bla bla bla. Wie, das war's schon, willst du mich verarschen? Also Steff, wenn du richtig viele Notes willst, dann gehst du ins Schneebiom. Was will? Wenn du richtig viele Notes willst, dann gehst du ins Schneebiom. Ich weiß, dass du mit mir redest, aber ich verstehe kein Wort. Wenn du richtig viele von diesen Steinen willst und so ein Shit, dann musst du ins Schneebiom gehen. In die Schneeabteilung, da wo es schneit. Okay. Weiß, das Zeug ist kalt. Das Wasser. Er wohnt in Bayern, der weiß das. Leider aktuell sehr korrekt, ja. Ja, leider true. Aber es ist hier auch tatsächlich. Das fand ich heute ist brutal gut, heute. Zur Arbeit gefahren bin und dann gedacht habe, schön, ich habe Sommerreifen drauf. Juhu. Ich habe ganz Jahresreifen. Geil. Ja. Seht ihr nach. Hier hat es heute auch gut geschneit. Ja, bei uns auch. Bei uns war brutal heute. Meine Frogboots. Frogboots, beste. Das ist der Aufstieg hier aus der Mine raus, das erinnert mich so hart an Skyrim. Hey, behalt die doch, tu die doch einfach oben rein. Achso, ich dachte, das sind deine. Und er meinte nur, ich soll sie nehmen, damit du sie nicht kriegst. Nein. Wir gehen ins Schneegebiet, Leute. Uns wurde gesagt, wir sollen ins Schneegebiet gehen. So, jetzt muss ich doch mal gucken, wo ist denn der Steff? Jetzt hole ich mal den Steff ab. Und nee, Steff will nicht abgeholt werden. Doch, wir fliegen jetzt ins Schneebiom. Nö, ich lauf dahin. Okay. Hui. Okay. Oh, Pilze gibt's hier, Selina. Oha, Pilze gibt's hier. Pilze gibt's hier. Pilze? Pilze! Wunderschöne Pilze. Jetzt, wo wir hier so alle beisammen sind, ne? Mhm. Das war ich nicht. Das war ich. Gutes Gespräch. Es gibt ja einige Items, die kriegst du ja nur, wenn du irgendwelche Packages kaufst, ne? Zum Beispiel. Also diesen Pool und solche Weihnachtslichter und die so ein Kram alle. Musst du als Kind kaufen. Das ist teuer. Und wir können uns ja alles durch die Admin-Konsole besorgen. Yes. Wie wäre es, wenn wir solche Verkaufsautomaten irgendwo aufstellen, wo wir das alles drin anbieten? Gut. Damit die Leute auch alle anderen Randoms hier das für Scrap kaufen können. Ich finde das gut. Ja, wenn du dann irgendwo eine Station mit Verkaufsautomaten hinstellst, dann wird das für Scrap gekauft. Genau, ich finde das gut. Ich auch. Weil es gibt ja auch Sofas und Pools und so. Das können wir uns ja alle, können wir alles holen. Ja. Und dann können wir das einfach anbieten, indem die müssen die kein echt Geld ausgeben. Sag ich mal so. Ja. Und dann hat jeder die gleiche Chance, sich was Cooles zu bauen. Ja, ich find's gut. Ja, muss Steff dann noch sagen, ob's okay ist. Hab nicht zugehört, was denn? Oh Gott. Also Steff, es gibt Items im Spiel, die kannst du nur mit echt Geld kriegen. Pools, Instrumente, Sofas, Weihnachtslichter, so ein Kram. Ja. Wir können die uns durch die Admin-Konsole ja alle ins Inventar holen. Mhm. Und wir können dann da was Verkaufsautomaten, wo wir dann alle anderen für Scrap diese Teile kriegen können und kein Echtgeld ausgeben können. Müssen. Mhm. Aber dann wir ja auch, oder? Wir auch. Wir craften uns die Dinger nicht durch Admin. Was? Wir craften uns das Zeug nicht durch Admins, also wenn dann auch nur kaufen. Also wir craften dann, keine Ahnung, ab und zu füllt das eine auf, einer von uns, macht da ein paar tausend von dem Shit rein und dann kann das jeder kaufen. Ja, also für, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das kostet, für was bietet man so ein Sofa an, so 50 Scrap oder sowas. Danke, Mido. Ja, ich finde das eigentlich ganz nice, oder? Ja, ich finde die Idee eigentlich cool. Habe ich mir so überlegt gehabt. Achso, die Idee kommt von dir? Nee, dann finde ich sie scheiße. Wow. So, Rechtsklick, Kick, Eremit. Der Stein bewegt sich nicht mehr zu. Ich hab's auch genau gesehen, Steffen. Echt jetzt? Oh. Ja, dann würde ich nämlich so ein Ding bauen. Irgendwo mit. Oh!
Gott. Alles gut, alles gut. Deswegen hat man immer Waffen mit. Es war immerhin keine Shotgun auf den Hund, also. Ja, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich die Shotgun auswählen, aber. Naja. Übrigens in dem Eisgebiet, wo du gerade rumpimmelst, da hat unser lieber Pisi gebaut. Aha. Auf dem Eis. Baby. See. Danke, ich wollte auch sagen. Okay. Ach, da. Lass mich in Ruhe, Bär. Ich will hier nur sammeln. Please. Ach schon, wo bin ich eigentlich? Oha. Der Scrap, Dentist, der bleibt dann auch immer in der Maschine, ne? Den die Leute dafür ausgeben, weil den würden wir ja auch nicht nutzen. Ich würde ihn dann immer mittler ab und zu mal rausnehmen und dann auf den Boden werfen, dass er dann decayed. Also das genau, genau, dass er verschwindet. Weil nutzen würden wir den dann auch nicht, weil das wäre auch nicht fair. Ja. Richtig, ja. Man kann dann überlegen, ob man durch sowas im Laufe der Zeit vielleicht Community-Gebäude macht, die man dann einfach dann scrappt, die Materialien kauft und dann das abgibt. Ja, sowas wie diesen Garten, den du da mal die Idee hattest und so. Genau, zum Beispiel sowas. Dass man sich so Geschichten anschauen kann. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Also auf jeden Fall nicht, dass wir da irgendwie selbst dann... Oh shit. Wir wollen da selber keinen Vorteil draus ziehen, sondern einfach nur was anbieten, was sonst halt Geld kosten würde, wo sie sonst nicht dran kommen würden. Das wäre eigentlich ganz cool. Warum da selber keinen Vorteil draus ziehen? Also hier gibt schon viel Ohren, ne? Aber das ist eigentlich mein Paddel. Das war, ist doch, als du gestorben bist, neben dir gefallen. Und das ist auch weg. Mein Gott. Also er macht sich echt keine Freunde, ne? Ja, also, ne? Schon cool. Was ich aber dann nochmal sagen wollte, ist, so die Situation wie vorher, wenn halt dann jemand erschossen wird und man fliegt hin, um denjenigen zu töten, dass dann Division da aufkreuzt, dass, da muss man dann damit rechnen, dass man auch angeschossen wird. Bestimmt nicht mit Absicht, also... Nee, deswegen. Aber auch so Roleplay-mäßig wirst du auch trotzdem angeschossen. Also, wenn ich im Krieg bin. Ja. Ja, also du schreist ja gleich rein, nicht angeschossen, nicht schießen. Ja. Wenn er dann zurückballert, dann auf jeden Fall losholzen, um Gottes Willen. Aber er ist ja nicht gestorben. Ist ja sogar Dennis wäre eher gestorben. Ja, aber war ja fein. Wie gesagt, war ja fein. Ist ja alles, hat sich alles sehr schnell erledigt. Genau. Ist ja Gucci. So muss es sein. Also Sulfur gibt's hier ohne Ende, ne? Mehr Schwefel, mehr Munition. Mehr Gründe, Pisi zu töten. So. Alter, wo bin ich denn unterwegs, ey? Hammer. Ah, da hinten ist noch was. Da laufen wir noch hin. Da ist einiges. Oh! Give it to me! Ja, now we are talking.
Alter, jetzt habe ich die Quelle gefunden, ja, Heiligsblechle. Jetzt, wo mein Ding fast kaputt ist.